Ich lese das Solinger Tageblatt von Samstag, den 19. Oktober 2019. Im Mittelpunkt stehen die Lokalnachrichten aus Solingen, speziell die aus dem Bezirk Höchstadt. Die möchte ich eigentlich am allerliebsten in dieser Zeitung sehen. Nachrichten aus dem Bezirk Höchstadt. Das Titelbild ist Geldvermögen der Deutschen, das sind 6,1 Millionen Euro. Es geht um die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Ich zeige das mal. Dazu gibt es auch eine Titelstory. Ja, Wetter ist bleibregnerisch, passt zu dem, was Samstag und Sonntag passiert ist. Samstag hat es nicht durchgehend geregnet, heute auch nicht ganz, aber es ist ziemlich viel Regen vom Himmel gefallen. Die 11 Grad können auch ungefähr stimmen. So, aus Solingen. Für die City werden frische Ideen gesucht. Eine Ausstellung der Landes bla 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 bei früher Apparat und Küpper, da sollte mal ein Vespa-Händler rein, hat nicht funktioniert. Warum da nicht drüber geredet wird, weiß ich auch nicht. Nur 30 Teilnehmer demonstrieren wegen irgendwas mit Türkei und Oxidien und Brückenfest wird Speedfood serviert auf dem Neumarkt. So. Automagazin mit Chris Blanier. Ist schon die Seite, welche Seite ist das? 48. Naja, das ist eine ziemlich gute Seite im Moment. Attacken aus dem Cyberspace, neue Risiken der vernetzten Welt. Entwurfsmuster spart hinter mir. Das war alles hier gesehen. Da gibt es auch eine Reise an der Westküste Südafrikas. Habe ich nicht wieder auf sein Geld. Die Wochenende zahlen. Da gucke ich noch nicht rein. Immobilien tue ich auch nicht rein, habe auch kein Geld für. Jobmagazin auch nicht, ist auch alles grün. Udo Broch, den Namen ist hier ein paar Mal öfter worden, der gewohnt. Eilandviertel könnte ich sogar kennen. Anneliese Parin. Kenne ich auch. 26 bis 2000. Pfaffenberger Weg 191. Kartuscher Friedhof Kronberger Straße.
Ja, finde ich nicht so doll. Grenze soll es auch nicht geben. Deutsche Gesellschaft zu Atemschiss, naja. Hätte ich gedacht, dass den trifft. 43 bis 19. 8.10. Und schon verloren. Naja. So. Nochmal weiter mit Seite 2, das übliche Vorgehen an der Stelle. Das Parlament ist der Brexit, das ist die Ratte Johnson und das Parlament sind die Katzen, die Ratte auch das. Finde ich nicht besonders gelungen. Vor allem, wenn man da nur ein Parlament hinschreibt. Selbst wenn wir aktuell nur eins haben. Das ist eine Scheißkarikatur. Schon allein das. Nee, finde ich geschmacklos. Und ehrlich gesagt, Krallen haben die auch nicht, die Katzen im Wahnsinn. Erst recht keine scharfen Zähne. Darunter wird die Waffenruhe in Nordsyrien überhaupt keinen Bezug zu irgendwas. Gibt es eine Umweltspur? Wahrscheinlich ist das wieder eine absolute Kackzeit. Diesmal das Titelbild passt dazu auch. Ich habe schon die Schnauze voll. Neun Plätze von öffentlicher, bla bla bla. Fernsehen ist auf Seite 6 und 7 gelandet. Weiß ich nicht, ob das sein muss. Ja, Boris und Steffi bewundert. Das Gesicht von dem sieht auch nicht gesund aus. Wenigstens mal ein Sportler wieder bei Leute. Neubrot erwartet auf Wettschulden. Koch wird umfassen. Naja, also Fahrer wird zum Sieg. Fußball, zweite Bundesliga. HSV ist oben. Stellt auf, steht wahrscheinlich. So, der Lokalteil. Seitenzahl ist 15, das ist eine Verschämtheit an der Stelle. Und soll die nicht so viel Scheiße davor schreiben. So, frische Ideen für die Innenstadt. Ich möchte sagen, dass dieses Foto auch eine einzige Unverschämtheit ist. Den Stadtdirektor erkenne ich wieder auf dem Bild. Alle anderen habe ich hier noch nie gesehen. Ich finde es scheiße, dass es so abläuft. So kriegt man die ganze Stadt kaputt. Und ich möchte an der Stelle sagen, ich habe keine Lust, mir Bilder von Drecks-Kidnapper-Polizisten, die foltern, vergewaltigen, verhungern lassen, genau. Und verdursten lassen wollen, in der Zeitung sehen. Und da ist schon wieder eins drin und deren Ausrüstung will ich auch nicht sehen. Man muss sich nur auf die Seite, die Wache in der Innenstadt angucken und dann überlegen, was diese scheiß Kidnapper machen. Es ist unmöglich, hier zu leben, so. Ich weiß nicht, warum ich mir die ganze Zeit irgendwelche scheiß Polizeifressen hier ansehen muss. Bei dem, was die hier in der Stadt gemacht haben und wie die sich äußern und
so wie die Innenstadtwache aussieht, geht das gar nicht. Kann ich nur immer wieder sagen. Ich weiß auch nicht, warum man die so oft sieht. So. So den ST-Reporter Timo Lemmer habe ich auch mal wieder gesehen. Das ist alles wieder aus Hinschalten. Stadtteile. Im Geist Olix. Wir Soling hat auch nichts mit Hirschheit zu tun. Street Foods am Neumarkt. Und was zeigen Sie den Schwanenplatz in Wermelskirchen? Ich krieg die Krise bei dem Scheiß, den ich mir hier ansehe. Schwachleute 19. Alte Wupperbrücke muss ersetzt werden. Das ist Burg. Das ist Hirschheit. Sieht aus wie so ein Wald, das Foto. Orchester Akademie seit 20 Jahren, das interessiert mich alles ein Scheiß. Der Verein bildet Stipendiaten aus und integriert sie in die Arbeit der Bergischen Symphoniker. Ich sag da gar nichts mehr zu. Und ich habe was zu den Musikstellungen der Bergischen Symphoniker gesagt bekommen. Ich glaube sofort, dass das so eine Katastrophe war. So, naja, ich sag's nochmal, ich will die Polizei in dieser Zeitung nicht sehen, so wie die kidnappen, so wie die morden und vergewaltigen wollen, so wie die foltern wollen und so wie die Menschen die Würde nehmen wollen hier in Soling. Es ist abartig, was hier abgedruckt wird, so tschüss.